Europawahl 2019. Bei mir ist heute Felix Wirth von der Partei für Gesundheitsforschung. Das hört sich erstmal ein bisschen exotisch an, wenn ich ehrlich bin. Gesundheitsforschung, was muss ich mir darunter vorstellen? Genau, es geht bei uns um mehr Forschung für die Entwicklung besserer Medizin gegen Alterskrankheiten, also dass diese Entwicklung beschleunigt wird, weil die Wissenschaftler halt meinen, dass wir jetzt kurz davor wären, Sachen wie Alzheimer, Krebs und so zu heilen, und wir versuchen das durch unseren Aktivismus einfach jetzt noch ein paar Jahre zu beschleunigen, jetzt wo wir so kurz davor sind. Warum brauchen wir dafür eine Partei? Es gibt doch schon so viele Lobbyisten von Pharmaverbänden, Ärzte, die ja auch durchaus lobbyieren. Warum brauchen wir dafür eine Partei? Genau, also die großen Parteien investieren zurzeit ungefähr 0,8% des Bundeshaushalts in diese Forschung und vom Bundeshaushalt 0,8%. Und unsere Forderung ist halt, dass der Staat halt 1% zusätzlich in diese Forschung investiert, also dass er die Forschungsgelder mehr als verdoppelt. Und als Partei wollen wir halt darauf aufmerksam machen. Unser Ziel ist, dass die großen Parteien unser Thema verstärkt aufnehmen. Aber wir denken, dass wenn wir jetzt, wir hatten es schon mit einer Petition versucht und das wurde halt ignoriert von den großen Parteien, und wir denken, dass wir über eine Partei da mehr Aufmerksamkeit generieren können. Ist es korrekt, wenn ich sage, Sie sind eine monothematische Partei? Richtig, wir haben nur dieses eine Thema und auch nur für die Entwicklung wirksamer Medizin gegen Alterskrankheiten. Also wir haben uns nur auf Alterskrankheiten spezialisiert. Ist das ein typisch deutsches Thema oder haben Sie europäische Partner? Sie waren auch auf einem Symposium in Brüssel Ende 2018. Also ist das so ein Thema, das man so quer durch Europa, weil wir ja jetzt über die Europawahl sprechen, sieht, oder ist das doch ein sehr deutsches Thema? Nein, es ist noch kein sehr deutsches Thema. Deswegen wollen wir das ja über die Partei halt auch als deutsches Thema unter anderem machen. Weltweit wird natürlich an dieser Sache geforscht. Gerade in den USA wird da, Silicon Valley und so, wird da extrem viel gemacht. Halt im Vergleich zu Deutschland sehr viel mehr. Und wir sind auch europaweit natürlich vernetzt mit anderen Forschern und Aktivisten. Und wir wollen das jetzt halt auch ins Europaparlament bringen. Jetzt haben Sie 5.152 Unterschriften, habe ich bei Ihnen auf der Website gelesen, bei der Bundeswahlleiterin in Wiesbaden abgegeben. 4.000 sind, glaube ich, das Quorum. Glauben Sie, dass Sie zugelassen werden? Morgen ist die, so die Entscheidung. Also haben Sie den Sekt schon kühl gestellt? Ja, also wir gehen stark davon aus, dass wir zugelassen werden. Also ja. Wie kommt man an diese 5.000 Unterschriften? Also haben Sie die auf der Straße gesammelt? Haben Sie Menschen schon davon überzeugt? Also hauptsächlich auf der Straße gesammelt. Wir haben jetzt schon 11 Landesverbände und wir konnten diesmal deutschlandweit sammeln. Also bei den letzten Wahlen war es ja immer auf ein Bundesland bezogen, wo wir dann in diesem speziellen Bundesland sammeln mussten. Aber jetzt konnte wirklich deutschlandweit jeder sammeln. Und uns haben auch einige Leute ihre Unterschrift zugeschickt. Aber hauptsächlich haben wir die auf der Straße gesammelt von halt Leuten, die wir einfach angequatscht haben auf der Straße. Wie reagieren Menschen darauf, dass es eine Partei für Gesundheitsforschung gibt? Weil es, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, klingt ja erstmal exotisch, ne? Genau, eigentlich durchweg positiv. Also ich würde mal sagen, über 99% der Menschen sind dafür, dass da mehr getan wird in dem Bereich. Das Problem ist nur heutzutage, dass es niemand aktiv fordert. Also es gibt keine großen Demonstrationen mehr für mehr Forschung oder so. Also es ist niemand gegen dieses Thema. Es sind eigentlich alle dafür, aber es wird halt verdrängt. Und deswegen wollen wir halt darauf aufmerksam machen und dass die großen Parteien das halt aufnehmen, wenn sie sehen, dass sich die Leute dafür interessieren und dass damit auch Stimmen zu holen sind. Weil die großen Parteien denken, wir werden es erst aufnehmen, wenn sie sehen, dass sie dadurch mehr Stimmen bekommen können. Jetzt haben Sie schon an Wahlen in Deutschland teilgenommen, vor allem an Landtagswahlen, glaube ich auch. Wie war da die Resonanz und was erwarten Sie bei der Europawahl 2019 am 26. Mai? Genau, also wir waren jetzt insgesamt bei 5 Wahlen schon dabei gewesen, also bei der Bundestagswahl und bei 4 Landtagswahlen. Unser bestes Ergebnis war halt in Berlin 2016 bei der Landtagswahl. Da hatten wir 0,5% der Zweitstimmen gehabt. Und deswegen sind wir halt sehr zuversichtlich, dass wenn uns erstmal genug Leute kennen, dass wir dann auch ein gutes Wahlergebnis erzielen können. Und für die Europawahl, also da hängt es jetzt halt davon ab, wie wir es schaffen, halt bekannt zu werden als Partei. Und wenn wir das schaffen würden jetzt innerhalb der nächsten 2 Monate, dann rechnen wir uns schon eine Chance aus, einen Sitz zu bekommen. Also es gibt ja diesmal keine Prozenthürde.
Ja, es ist jetzt nicht sicher oder es ist wahrscheinlich ja. Also es ist nicht total unmöglich, einen Sitz zu bekommen. Wie finanziert man denn so einen Aufbruch einer Partei? Also gehen Sie dann durchaus schon auch mal zu einem Pharmaunternehmen oder es kostet ja alles auch immer Geld? Also man muss Wahlplakate haben, man muss reisen, zum Beispiel zu Interviews wie heute. Also wie macht man das? Genau, also wir werden nicht von der Pharmaindustrie gesponsert, also wir finanzieren uns von Spendengeldern, also es gibt sehr viele Leute, denen, also das Thema betrifft ja jeden, also jeder würde ja davon profitieren, weil fast jeder im Alter halt selber betroffen ist von einer dieser Alterskrankheiten statistisch gesehen und es gibt halt Leute, die wollen was dagegen tun und die wollen diese Forschung auch beschleunigen und spenden dann auch direkt selber in die Forschung oder unterstützen halt unsere Partei mit dem um dieses Thema einfach bekannter zu machen und dadurch diese Forschung zu beschleunigen. Sind Sie denn jetzt alle Forscher, die da Mitglied sind oder die da in den Vorständen sind oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wir sind bunt gemischt, also sowohl vom Beruf, von den Berufen als auch vom Alter her, weil das Thema betrifft ja wirklich jeden Einzelnen von uns. Also wir wollen ja dann auch nicht selber forschen, wir setzen uns ja nur dafür ein, dass der Staat da mehr investiert in die Forschung, dass mehr Forscher ausgebildet werden, dass mehr Forschungsinstitute gebaut und betrieben werden und das Forschen würden ja dann die Forscher machen. Insofern kann bei uns jeder mitmachen und einfach genau auf dieses Thema aufmerksam machen. Das ist ja unser Ziel. Das kann ja jeder. Felix Beert, Partei für Gesundheitsforschung, will zur Europawahl 2019 antreten. Morgen ist sozusagen der Stichtag, ob sie zugelassen werden oder nicht. Gilt übrigens für alle Parteien, auch für die CDU oder für die FDP oder die SPD, also auch für die großen Parteien. Morgen wird also die Entscheidung getroffen, welche Parteien sich an der Europawahl beteiligen dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und Ihre Partei erklärt haben. Dankeschön. Ja.